Moin von Nighthawk. Nighthawk, dir auch einen wunderschönen guten Mittag gewünscht. Karte. Kackte, bitte einmal kackte. Dann ist das. Was ist das denn hier? Der Südflügel. Südflügel Hogwarts. Es gibt auf jeden Fall eine Quest. Aber. So, da bin ich wieder. Taubelknüsseln Übung 1. Kreuz zu Stäbe. Willkommen zurück. Danke. Ich hatte doch aber. Da war doch was ganz anderes. Für Giffner, du bist aber dem Professor hat's auch Aufgaben. Das zeichnet mir aber nicht an. Da will ich hin. Ich will mir die blöde Flamme holen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ein Flügel ist immer gut. Was für Flügel? Der Krankenflügel. Du musst schon da reinlaufen, wenn die Punkte reingehen. Ja, das hatten wir zwar gesehen, aber wir wussten nicht, was wir damit anstellen sollen. Noch nicht. Nein, ich glaube, ich muss noch höher oder hin zu runter. Aha, falschen Weg genommen. Falschen Weg genommen. Der will mich doch veräppeln, oder? Jetzt renne ich den ganzen Weg wieder hoch. Nimmst du manchmal andere? Da komme ich nicht hin. Das ist gut. Dann auf die Karte. Den hier.
sprich mit dem Bradley. Was du in letzter Zeit Avioli. Da war doch was. Ich schätze, du sitzt ganz schön in der Patsche. In der Bassel Wasserbüffel, ob der sitzen bleibt. Ja, er bleibt sitzen. Der hüpft da auch noch drauf rum, ich glaub's nicht. Hab ich ja noch jemand? Das Nachladen dauert ab und zu ein bisschen länger. Nachladen? Ja, das Laden in eine neue Ecke, Tür oder was? Sonstiges. Bereit für die nächste Runde? Bereit für die nächste Runde? Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. Ich bin aber jetzt noch nicht so weit zum Dingsen. Weil ich habe einen Brennomat an. Oh, wir sind schon bald bei 3 Stunden. Wow. 3,5 Stunden machen wir. Ja, ich komme gleich zu dir. Und dann können wir mal gucken, ob du dumm guckst und ich noch viel, viel dümmer. Ich bin nämlich der mit den grünhaarigen Langzotteln und du bist einfach nur einer mit einem grauen Umhang. Grün, grün, grau. Und mit dem Ball in der Hand. Der Flummi spielt mit dem Flummi. Na, können wir mal quatschen. Willkommen zurück. Kann ich mit dem Puppen üben? Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Klar. Das wäre wundervoll. Wirke eile mit Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ja, ja. Wirke ab, hier und dann wie aufeinander folgende Basiszauber. Gib nicht auf! Das war Akio. Ja, hallo? Ausgezeichnet. Nun, einfach nur die Puppe zu Boden fällt. Warte, schließe die Zauberkombination ab, wenn man das zu Boden fällt. Ja, falsch. Ach so, klar, logisch. Ich hab's verstanden. Wieder falsch. Ich hab nicht verstanden. Oh Gott.
Smart. Sehr gut gemacht. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Warum gucken die... Sehen die auch so aus wie ich? Dann hätte ich auch Angst. Zweite Runde, gekreuzte Stäbe. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Nati, wir nehmen immer Nati. Nati ist cool. Bereit für dein Ende? Sag schon mal tschüss, Lady. Verzeihung im Voraus. Ja, drei sind dort. Nee, doch nur zwei. Läppisch! Ach! Ja gut, ich spiele auch auf leicht. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Dankeschön. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen. Oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Bescheid! In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Kobold. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Der erst sagen, wir können, machen, tun und dann rummaulen. Was bist denn du für einer? Ich habe noch nicht mal meine magischen meine Extrafähigkeiten benutzt. Weil ich nämlich gar nicht weiß, wie ich die einsetzen muss. Und da vor lauter Gewusel gar nicht sehe. Wir laufen mal zurück. Revelio. Hier ist nichts, ne? Pass auf, dass die Augen nicht rausfallen.